Servus Leute und herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge von Conquer's Blade. Ich wollte schon was anderes sagen, weil ich mich dran gewöhnt habe, aber ja, herzlich willkommen. Ich bin WCBoyTV, die, die mich nicht kennen und die, die mich kennen, ja moin Leute. Und zwar, heute ist meine Mission, ein bisschen Ressourcen zu sammeln. Ich gehe jetzt all in, sag ich mal so. Ich habe bis jetzt kein einziges Mal oder beziehungsweise einmal geschafft, eine Ressource, sag ich mal, zu ergattern. Das war gerade jetzt hier bei der einfachen Farm. Ich dachte mir, da es eh gerade alles aufgebraucht ist, dachte ich mir, jo, dann gönnst du dir halt diese einfache Farm-Scheiße. Und ja, ein bisschen Ressourcen ist besser als gar keine Ressourcen. Vielleicht kann man sie ja irgendwann mal dann auch irgendwie tauschen oder so. Ich bin einer Gilde beigetreten und zwar die heißt Russ, das heißt Russland quasi auf Deutsch. Also auf Russisch Russ. Wir haben hier eine sehr geile Scheiße. Die Gebühr ist für die Gildenmember ziemlich low, aber ist halt ständig ausverkauft, sag ich mal so. Darum würde ich mal sagen, ich mache mich jetzt schon auf den Weg zu der Grenze. Ich habe jetzt meinen Weg genommen. Bei der ersten Wahl bin ich so gegangen einmal und bin fast gestorben, weil meine Nahrungsquelle ist ausgegangen. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht mal mich hierhin versuchen würde. Ich glaube, ich gehe sogar einmal nach hierhin. 15.000 Bronze ist jetzt nicht so viel, aber ich würde einfach nur mal ein paar Pferde haben wollen. Ich habe keine Ahnung, wofür die sind, um ehrlich zu sein. Aber ich denke mal, ich wage mich mal raus zu dem Stall. Haben wir sonst noch irgendwie, hier ist alles null, hier ist auch alles null, sowas wie Steine und die Bäume und so weiter wäre natürlich für mich sehr interessant, aber ich denke mal, ich wage mich jetzt mal hier, so, ich drücke mal jetzt hier hin, let's go, oh, da sind sogar welche im Kampf und hier sind welche, die, ja, okay, sobald ich sterbe, werden wir dann sehen, was passiert, ob mein Inventar weggeht, ob komplett alle meine Scheiße weggehen oder so, weiß ich nicht. Ich werde mal nachher nachschauen. Ich habe einfach alle meine Units mitgenommen. Diejenigen, die sich mehr darüber informieren wollen. Ich habe auch ein Tutorial gemacht, beziehungsweise ein Gameplay, Tutorial Guide. Wer sich da mal reinschnuppern will, was die offene Welt angeht. Ich habe so die Anfänger-Tipps gemacht, weil ich selber Anfänger bin und somit quasi genau weiß, was die Anfänger so mal brauchen. Vielleicht gehe ich sogar zu einfacher Farm, fülle meine Scheiße auf und gehe dann zum Stall. Ich weiß nicht, ich muss gleich gucken, wenn hier jemand in der Nähe ist. Hier sind auch 992, hier sind... Ich gucke gleich. Also ich werde jetzt hier so mich ein bisschen rumtreiben. Ich würde mal sagen, ich sammle jetzt... wenn ich auf Produktion gehe, kann ich die Fördermarke? Wie ist das? Ja, okay, sehr schön. Ja, eine Fördermarke opfere ich jetzt dafür. Scheiß drauf. Kann ich mich in der Zeit umgucken? Leider nicht. Egal. Ich habe jetzt eine Produktionsmarke dafür geopfert. Oder Fördermarke eher gesagt. Ich habe 4 Stück gehabt, also scheiß drauf. Einfach nur mal für Video und einfach nur mal zum Testen, wie viel ich Scheiß daraus bekommen kann. Ich habe jetzt, ich weiß nicht, Gebühr 1000, glaube ich. Ich hatte 61.000. Wir werden später mal gucken, wie viel ich am Ende habe. Sehr schön. 14.000. So. Ich drück mal 2000 Nahrung rein, damit ich, wenn was ist, einfach wegreiten könnte. Es ist ein Spieler, glaube ich, ne? Vielleicht campt er ja sogar dort. Ey, ich scheiß drauf. Der hat keine irgendwie Einheiten einsammeln. Könnte ich einsammeln? Sehr schön. Ich glaube, ich habe jetzt 15.000 vielleicht oder 12.000 dafür bezahlt. Bekomme ich überhaupt irgendwas? Ich habe... Okay. 5-mal Pferde bekommen. Ich bewege mich jetzt nach Hause. Ich scheiße jetzt erstmal drauf. Oh, ich werde paranoid, Leute. Ich werde echt paranoid, Alter. Paranoid, okay. Paranoid ist es ja auf Deutsch. Ficke, nein, ich wollte hier nicht. Verpiss dich. Ja, ich bin tot, oder? Bin ich tot? Ich bin nicht tot, der hat keinen Bock. Okay. Ja, so, sehr schön, sehr schön, sehr schön. 2 Minuten habe ich noch. Perfekt, okay. Ich dachte, die wird mich jetzt vielleicht durchfisten oder so. So, ich bin theoretisch in der Safe Zone schon. Ja, ich bin in der Safe Zone. Sehr schön. Ja, dann bewegen uns wir mal hier hin. Ich kann ja in der Zeit mal ein bisschen umschauen, ob hier irgendwo was frei geworden ist. Also,
Ich mag's ja eigentlich, so eine Scheiße zu farmen, ne? Und allgemein, im späteren Spielverlauf wird das ja noch geiler sein, wenn man ein Haus hat, wenn man den Scheiß verteidigen soll, wenn man die. Oh, hier ist schön. Lamm. Oh, lol. Das ist ja komplett wenig. Oh, ich weiß nicht, ob meine 6 Minuten. Ich werde, glaube ich, eine Einheit abpimmeln und versuchen. Ja, Mann. Ich begebe mich dahin, auf jeden Fall. Ich begebe mich dahin. Nahrungsvorrat erstmal auffüllen. 600 Bronze, kein Problem. Zwischenlager, wie sieht's mein Zwischenlager aus? Verpiss dich. Nein, ich wollte Nachschub, meine ich. Sorry. So. Wieso habe ich immer noch den Scheiß hinter mir? Ich verstehe nicht. Ah. Ah ja, stimmt. Ja, stimmt. Mal schauen, wie lange das Video wird. Ich hoffe, das Video wird nicht zu lange, damit ich das auch nicht schneiden muss, blöd. Ja, bis jetzt sehe ich gar keine. Nur Rebellen, aber die Rebellen attackieren eh ziemlich selten. Rinderhaut, lol. Oh, Rinderhaut ist halt auch geil, ne? Ich muss gucken. Das ist auch nice. Und man kommt sogar da durch, oder? Kommt man da durch? Oh mein Gott, man kommt da durch. Ich werde jetzt erstmal zu Rinderkacker gehen. Also bis jetzt habe ich gar keine Gäste. Sehr schön. Liegt ja auch vielleicht daran, dass wir gerade den Donnerstag haben und 3 Uhr nachts. Also. So, würde ich mal sagen, einsammeln. Hä? Lol, das war gerade ein Bug, Alter. Ich dachte, ich bin jetzt umsonst nach hier gekommen. Oh, das gibt sehr viel Leder. Das ist sehr schön. Und sogar noch was Seltenes mitgenommen. Also die Sehnen. Sehr schön. Das gibt ordentlich was. Das ist gut. Im Moment arbeitet der Auktionshaus, beziehungsweise funktioniert der Auktionshaus leider nicht. Somit, ja. Ist ein bisschen belastend. Aber egal. Man kann damit leben. Weil durch Auktionshaus kann man natürlich dann Silber verdienen und so weiter und so fort, ne? Easy peasy. Okay, sehr schön. 3,5K. Umgucken. Keiner. Okay, keiner. Oder? Keiner? Keiner. Sehr schön. Oh, das wäre halt richtig geil, wenn hier noch irgendwas frei wäre, ne? Also einsammelbar. Oh, hier ist ja gar keiner. Was ist los, Mann? Oh, sehr schön. Gebühr nur 1000. Das ist. What the fuck, Mann? Das ist sehr schön. Also, dass hier keiner ist, ey. Das ist wirklich, weil es gerade nachts ist. Leute, ohne Witz, das ist echt genial, Mann. So, Nahrung ist relativ okay. Ich riskiere es jetzt einfach. Ich würde vielleicht hier sogar zweimal mitnehmen. Ich glaube, ich werde meine Beförderungsmarke verbrauchen. Aber wir sind bei 8K, ne? Also 8K. Gut, 2,6K Gebühren, sehr schön. Mal schauen, wie viel ich bekomme davon. Ich gönn nochmal. Ich gönn nochmal. Ja, Produktion, let's go. Eine Fördermarke ist gar nichts. Die kostet, glaube ich, 100 Gold oder so. Das sind 2 Euro. Vielleicht werde ich ja, wenn ich irgendwann mal brauchen werde, kann ich das immer noch kaufen. Und man bekommt sie auch bei Dingsbums, da wäre das, bei täglichen Quests und so. Jesus Christ, Mann. So. Rebellen. Kein anderer. Kein anderer. Puh, blöd, hat er mich erschrocken. Jesus Christ, Mann. Hoi, 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 hoi. So, ich werde jetzt nochmal die Scheiße kurz auffüllen. Dann sind wir voll. Ich habe immer noch 7K. Aber gut, dass der da ist. Das heißt, wenn ich angegriffen werde, wird er mir auf jeden Fall helfen. Oh, jo, 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 sehr schön. Mal schauen, wie viel ich jetzt bekomme, weil das ist huge, Alter. Hämatit kann man weiterverarbeiten. Das ist genial, Mann. Das ist sehr schön. Aber ich habe den jetzt gar nicht gesehen, ey. Schüschkebab. Ich würde noch ein bisschen davon haben wollen und ich habe sogar sehr schön. Ich gucke mich gleich nochmal um. Und mache dann nochmal Produktion und begebe mich wieder zu der Nahrung, Kaka. Und gehe dann den Weg dahin. Und nicht komplett hier durch. Sehr schön. Keiner? Keiner. Produktion. Oh, das gönne ich mir auch. Die Kupfermine gönne ich mir auch. Sind zwar nur 1900 übrig, aber ich meine, der Tribut, beziehungsweise kostet fast gar nichts. Ist 1300, ey, ganz ehrlich. Wie viel habe ich noch? Ich habe noch 33.000. Ja, 1900. Sehr schön. Verpissen wir uns. 15.000 für Pferde war sogar relativ okay.
Wenn ich mich umgucke, da gibt es auch, sie haben 70.000, ne, Ertrag, damit man da überhaupt die sammeln kann. 70.000, Leute, 70 verfickte Tausend. Na naja, gut, ne, das ist dann für High Level interessant, für mich dann eher weniger. Aber, kleines Erfolgserlebnis, Mann. Was ist das hier? Überblick. Lehen, Aufgabe. Ah, lol. Ich kann sogar eine Aufgabe. Lammhaut. Ich habe 3,5k, ne? Was gibt mir das? 100 Einflüsse, ne? Ah, ne, 100 Ehre, XP und Hausreputation. Hiermit könnt ihr ein Lehen, den Krieg erklären, aus mit Tages, Wochen und Glanz. Okay. Weitere Belohnung, Ehre, Hausreputation und Truhe mit einfacher abendländischer Montur. Ja, ich scheiße erstmal drauf. Ich muss nachher noch gucken, ob das vielleicht irgendwie geil ist oder so. So. Ich bin drin, Leute. Ich bin drin, Blade. So sehe ich mittlerweile aus. So ein richtiger OP-Dude. Kappa. Bin damit relativ zufrieden. Hab 25 Euro ausgegeben, by the way. Auf Hennos Nacken. Noch dazu, weil ich seinen Code benutzt habe, um mich zu registrieren. Das heißt, der hat 20% bekommen von meinen 25 Euro. Henno, du hast es verdient, Digga. Du bist der Beste. Vielleicht sieht er mich ja. So, ganz kurz angucken, was ich an Ressourcen schon besitze. Einfach nur zum Angeben, Kappa. Obwohl angeben ist vielleicht eher weniger. Gib mir Nachschub. Wir haben Versorgungslager. Sehr viel. Sehr schön. Haben wir hier große Baumwolle, grobe Baumwolle, Tublet-Wolle. Sedernholz, Pinnenholzblatt, Limonit, Eisenpfahl, Eisenspat. Monitor für die, ja, okay, die hat mich nicht so. 14.000 Euro habe ich immer noch, sehr schön. Zinn, auch sehr schön. Schwertkämpfer habe ich auch noch, lol. Die Scheiße muss ich ja dann mal benutzen. Granit, 154. Und Migrationsmarke habe ich gekauft, wie ich gesagt. Ich wollte eigentlich Region wechseln. Ich will es euch mal zeigen, was ich meine. Und zwar, wir wollten umziehen nach hier. Hier. Wo ist das nochmal? Ja, hier ist es ja auch. Hier, guckt euch. Ja, da. Zum Beispiel Steinbruch, ne? 50. 500. Und die ist voll blöd. Guckt euch hier. Holz. 1750. Und die ist voll blöd. Guckt euch das an. Auch voll. What the fuck, Mann? Das ist alles voll, Leute. Hier, nur eine Scheiße ist nicht voll. Ja, herzlichen Glückwunsch. Alles andere ist voll.